Ja, liebe Leute, herzlich willkommen in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind im vierten Stock mittlerweile angekommen, nach drei Parts. Naja, jetzt mittlerweile mit dem vierten. Im ersten Part haben wir noch das Kampf-Dojo gemacht. Und den ersten Anfang, den ersten Stock. Also wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, ja, herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt ein bisschen umgebaut. Ich habe Nidoking rausgeworfen. Wofür ich extra offscreen in den Mondberg gegangen bin, um mir einen Mondstand zu holen. Und habe dafür jetzt Traumato im Team. So. Ein AP Plus. Gut, dann geht's hier weiter mit dem Typen. Du hast die Rocket verraten. Ich glaub ja nicht, dass ich dich ungeschoren davonkommen lasse. Tja. Soll manchmal vorkommen, nie? So, jetzt geht er los mit Radikal. Pikachu geht auf Durchbruch. Oh, tschüss. So, kann noch bleiben, weil Golbat ist ein Flug-Pokémon, wie wir ja mittlerweile wissen. Und ja, jetzt ist es down. Oh, Gott sei Dank, so. Golbat ist auch down. Ich dauert alles noch eine Weile, bis wir hier wirklich mal komplett explizit durch sind. Also wie gesagt, falls es langweilig ist, spult einfach die nächsten Folgen vor, dann muss dann wirklich wieder mit der Story weitergehen. Weil das gehört ja auch alles zur Story. Eine sprühlose Topschutz. Ein Übertrank. So. Moment. Der Forscher weiß ich nicht, ob der jetzt gerade nochmal besiegen wollte. Oh, die sind uninteressant, das sind normale Mitarbeiter. Und dann geht es hier weiter mit der Kapsel X Spezial. Dann müssten wir eigentlich alle Items hier wieder auch in diesem Stockwerk abgearbeitet haben. Etage Nummer 5, wenn die zwei Trainer da unten sind. Gehört uns. Dann haben wir gut die Hälfte geschafft. Ne? Dann müsste ungefähr, dass vielleicht noch zwei, drei Parts kommen, bis wir wirklich weitermachen. Es sind noch viele Trainer. Wir haben... Ja, sorry, wenn das ein bisschen langweilig ist, gerade auf den, wenn ich die Folge ein bisschen kürzer schneide. Dann ist das so. Ich will mich verarschen mit deinem scheiß Smoglieb. Hier, kriegst du Faust ins Gesicht, Kollege. So. Dann geht weiter mit Radikal. Und dieses Pokémon ist quasi wahrscheinlich mit einem Zug durch. Jo, ist es auch. Das ist es auch diesmal. Was soll das? Tja, Pech gehabt. Würde ich mal so sagen. So. Dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, nee, da unten war noch ein Trainer, ne? Ja, unser Forscher und ein Item. So. Der Trainer ist mal gerade zu kurz. Unser ein Forscher. Der mit einem Magnetilo beginnt. Gut, dass wir die Durchbruchattacke beherrschen.
Gut, dann gehen wir auf Magnetil drauf mit der Durchbruchattacke. Machen. Ich hasse das. Oh, Leute. Magma. Pokémon wechseln. Gyarados. Dann geht's los mit Cascade. Doch, Magma hat nicht viel zu melden auf einmal. Ach, gut, Level 40 Pikachu, Level 19 für für Traumato. Mein Freund. Wunderbar. Gut, dann mal genau soweit. Warte mal, da war das Item noch da unten. Hier unten. Ein Supertrank. Supertrank. Gibst du Supertrank? So, da müsste ich auch hier diese Etage geklärt haben. Ich werde auch nicht mit explizit mit allen Leuten sprechen, weil die meisten sind, wie gesagt, harmlos. Mit den Anzügen. Nein, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Variante und der Etage Nummer 6 müsste das eigentlich hier sein. Ja. Und hier steht noch ein Rocket-Rüpel. Ich bin einer der berüchtigten 4 Rocket-Schwestern. Ja, schön für dich. Heul noch. Kriegst du immer noch diese auf eine Nuss. So, er geht mit einem, oder sie geht mit einem Voltoball vor. Und ich habe mein Pikachu. Dann geht's mit Durchbruch drauf, auf dieses Voltoball, was fast down ist und jetzt mit Finale kommt. Tu mir nicht weh. Nein, tu es nicht. Gut, dass Pikachu so gute Werte hat. Das heißt, wahrscheinlich hat es nicht deswegen so viel, steckt es so locker weg. Voltoball. Nächste Voltoball, dann gehe ich jetzt auf Miguel, also Miguel, unser Akami, unser tapfer Kämpfer des Pikachu geht raus und Akami kommt rein. Nur dieses Voltoball einmal kurz durchgarren, hoffentlich. Mit der Flammenwurf-Attacke. Und zwar mehr als durch, direkt verbrannt. Bye, bye, Voltoball. Das ist wahrscheinlich noch ein Elektroball. Oder es ist nämlich mit dem dritten Voltoball dazu. Tut es natürlich mit einem dritten Voltoball. Na gut, dann wird dieses Voltoball auch einmal kurz gegrillt. Und zack. Super, dann ist das Thema Voltoball erledigt. Nee. Oh! TM34, Drachenpuls. Dann kann ich Gyarados Drachenpuls beibringen. Dann brauche ich nicht auf gute Glück die Drachenroute anzusetzen. Sondern kann mit Drachenpuls, wenn Gyarados es lernen kann, kann es, Gott sei Dank. Also Drachenroute raus und Drachenpuls rein. Eine spezielle Attacke. Die Genauigkeit von 90. Drachenpuls hat eine Genauigkeit von 100 und ist immer gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es... Dass es,
Hier rum liegt 3 Gipsbonbons. Ich glaube, das war irgendwas mit Spezialangriff. Ich weiß es gerade nicht. So, dann ist hier oben noch ein Rüpel. Dann sind wir bald durch mit Etage 6 und können Etage 7 betreten. Können wir sogar noch im nächsten, in diesem Part Etage 7 mitnehmen und im nächsten Part die Etagen 8, 9 und 10, je nachdem. Und dann sind wir wahrscheinlich dann sogar bald, wahrscheinlich schon im übernächsten Part durch mit diesem Teleskop-Gebäude. Ja, es hält natürlich extrem auf. Ich weiß, wie sehr vor allem, wenn die Parts so kurz sind. Ich entschuldige mich nochmal dafür ausführlich. Das hat seine Gründe, warum diese Parts so kurz sind. Weil ich eigentlich, wenn dieser Part rauskommt, im Urlaub sein dürfte. Also was heißt Urlaub, wenn er weniger Urlaub hat, seine dingsicher Vorstellungsgespräche. Deswegen werde ich zu Joel fahren über die Zeit. Und werde natürlich dafür jetzt genug Zeugs, oder versuchen, genug Stuff vorzubereiten. Also es kann auch theoretisch sein, dass wir tatsächlich während dieses Pokémon-Projekt noch gleich Far Cry auf Pause setzen, aber dafür ein neues Projekt sehen, was dann nach Sniper Elite kommen wird. Welches das ist? Ihr seht, werdet es wahrscheinlich gesehen haben. Wenn nicht. Gucken wir mal. So. Weil ich weiß nicht, ob der René heute noch Zeit hat zum Aufnehmen. Deswegen werde ich nachher noch einen kleinen Part reinwerfen. Ein bisschen. Deswegen. Ich habe einen Sonnenbon. Sehr schön. Dann kann ich gleich, wenn der Level abkommt, bei Sean, beziehungsweise Traumato den nächsten Dings ansetzen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut, dann mache ich diese Etage noch fertig. Ich bin einer der berüchtigten 4 Rocket-Schwestern. Ja, deine Schwester habe ich auch schon gelungen. Zu klein, das bedeutet. So, Slimer kommt noch dazu. So, Chaka auf Slimers Nacken. Bye, bye, Kollege. Und wir probieren mal was aus. Ja, es ist halt sicher einiges höher, aber ich probiere es aus, warum nicht? Vielleicht kriegt ja die Ball, kriegt ja zumindest die 14 Level niedriger, die zumindest die Vorentwicklung down. Klärsmog, okay, das ist so wichtig, weil das ist, glaube ich, eine. Okay, soviel zum Thema, das ist so nicht die Statusveränderung. Gut, dass ich keine hatte. Toxines Peace. Komm, jetzt ein Volltreffer und mach dieses Viech down. Natürlich nicht. So, nee, mit einer normalen, halbwegs normalen Attacke kommt, ist es down. Jetzt kommt ein Clairsmog. Ich hoffe, dass es so wegsteckt. Oh Gott sei Dank, hier ist es down. Und Smogon verliert gegen. Oder Sean. Das ist immer gut. Also die Etage machen wir auf jeden Fall noch durch. Dann sind wir nämlich durch mit 7 Etagen. Noch 3 Parts ist okay. Haben wir ungefähr 2,5 Etagen pro Part gepackt. Aber wie gesagt, nochmal. Ich entschuldige mich dafür, dass das teilweise so langwierig ist, dann immer so solche Dinger. Das ist, glaube ich, mit das größte Gebäude, oder die, wo die meisten Trainer drin sind. Und das ist dann halt manchmal dann so, dass es dann halt, gerade wie gesagt, wenn man die Parts ein bisschen kürzer schneidet, so ist. So, dann gehen wir hoch. Weil hier stehen noch Minimum 2 Trainer. Einmal hier rechts und einmal links hier oben der Forscher. Ich weiß nicht, wie viele Trainer hier. 3, 4, glaube ich, für diese Etage. Ich weiß es noch nicht. Muss gucken, sehe ich gleich. De facto machen wir es auf jeden Fall zu Ende. Ja gut, er fängt an mit einem Nebulak. Auf jeden Fall, einem Geist-Pokémon. Das war ja aus dem Labyrinth-Turm vor zig Parts zu Genüge kennen müssten. So, Donnerbeet. Tschüss, Nebulak. Level 36 für Arcani. Sehr schön. Und Snowbilly Cat. Ich bleibe auf Pikachu. Ich glaube, Durchbruch müsste ich eigentlich doch geschützt sein. Ich habe keinen, leider keinen,
Kein reines Kampf-Pokémon. Offenlegung fängt's an. Mach jetzt mal gut hier. Oh. Und ja gut, das war ein Volltreffer und Pikachu ist gut gepusht auf jeden Fall. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das ist schon mal 20. Ich weiß nicht, wie viel hat sich entwickelt. 26, glaube ich, oder 24 oder so was. So, dann mache ich das jetzt anders. Dann gehe ich jetzt so weiter auf 21. Dann ziehe ich das jetzt nämlich hoch. Bonbonglas, Sonderbonbon. Sean. 21, sehr schön. Spezialangriff ist immer gut für einen Psycho-Pokémon. So. Moin, moin. Du Forscher, du. Okay, damit kann man also nicht weitermachen. Dann müssen wir den so besiegen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier einfach noch Lust und Laune herumstolzieren lasse. Pff, ist mir scheißegal, ob du das glaubst oder nicht. Ich werde trotzdem das tun. Auch wenn du Elektroball hast, was gar nicht mehr so schlecht eigentlich ist gegen Pikachu, wird das natürlich ein harter und zäher Kampf. Ich kann es leider nicht paralysieren. Das ist es halt. Also jetzt versuchen. Einen brauchen wir noch. Oh, er setzt Reflektor ein, das ist gut für mich. Weil dadurch hat er so. Dafür hat er eine Runde verloren. Weil, Durchbruch, geht durch. Level 36 für Golbat. Oh, er setzt ein neues Pokémon ein. Na gut, das haben wir schon mal gesehen, aber noch nicht als im Kampf. Ein Porygon. Und es ist down. Ein Normal-Pokémon. Super. Dann haben wir das auch erledigt. Ich glaube, wir sind mit Clear mit 7. 7 Etagen. Clear 3 fehlen noch. Also 2. Glaube ich noch. Die kriegen wir auch im nächsten Part hin. Und ich vermute, dass wir dann im übernächsten Part damit hiermit durch sind. Normal, es tut mir so leid, dass es jetzt alles so ein bisschen schleppend vorangeht. Ne? Manchmal ist das einfach schlichtweg so. Gut. Dann sind wir hier durch. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go. Pikachu. Bis dahin. Und bye bye.